Hi Gude und herzlich willkommen zurück zur Ideenschmiede. Ich bin der Typ mit dem Bart. Ich freue mich genauso wie ihr. Ja, Freunde, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist der Typ denn schon wieder da mit der Ideenschmiede, der hat doch gestern Abend erst eine Folge rausgekloppt, war außer der Reihe gewesen, diese ganze Patch-Geschichte, die gestern Abend aufgekommen ist, ja, und da möchte ich mich auch nochmal ganz explizit bei den Zuschauern dafür entschuldigen, dass ich mich im Vorfeld nicht genug informiert habe, wie das Ganze mit dem Fischerhut funktioniert. Da wird es aber demnächst noch ein gesondertes Video geben. Komplett diese ganze Angelgeschichte bin ich gerade am Durchleuchten und werde das bei gegebener Zeit dann veröffentlichen. Ja, Ideenschmiede, es geht weiter. Wer das Format kennt, der weiß, worum es hier geht. Hier baue ich hin und wieder mal irgendwelche Sachen, die mir gerade so in den Kopf kommen. Und manchmal habe ich dann so ganz kreative Momente, wo ich denke, hey, das muss ich unbedingt oder die Menschheit bringen. Und es ist mal wieder soweit. Ich habe wieder solche Momente gehabt und habe, wie ich ja gestern im Video schon angekündigt habe, hab ein bisschen ein neues Außengelände gestaltet. Und das werde ich euch gleich zeigen. Nach einem kurzen Intro geht's los. Bis gleich. So, da sind wir auch schon quasi im Außengelände. Hier unten ist dieses Ideenschmiede-Areal. Ich hatte das ja irgendwann in dem Video auch schon mal gezeigt, wie es bei mir hier aussieht. Und das ist hier oben so das Außengelände, was ich bisher immer benutzt habe. Da ist das Haus, ihr seht ihr hier vorne, wo ich meistens irgendwelche Innendeko-Geschichten mache. Und hier hatte ich ja irgendwann mal einfach hier so ein Szenario erstellt gehabt. Und da hinten um die Ecke geht es auch weiter zu den Teil, wo ich glaube, ist jetzt auch schon 8 Wochen her, das letzte Mal die Waffen vorgestellt habe, die im Mistland rausgekommen sind. So, warum ich euch das hier zeige, damit ihr natürlich dieses wunderbare, prachtvolle Erscheinungsbild mit mir zusammen genießen könnt, denn das ist das neue Außengelände. Also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich würde mal sagen, es ist so eine Art Messehalle, wo du einfach den ganzen Krempel aufbaust, den man sich irgendwie ausdenkt, ja. Also nicht zu verwechseln mit Messi-Halle, auch wenn ich dafür recht bekannt bin, mein Zeug einfach überall hinzuschmeißen, wenn ich irgendwas am Bauen bin. Das hat damit aber nichts zu tun. So, um euch mal diese Ausmaße zu zeigen von dieser Halle, schauen wir gerade mal hier auf dieser Seite, wie groß das Teil ist, ja. Ist noch nicht ganz fertig. Ich bin immer noch dabei, das Ganze auszubauen, aber es hat mittlerweile eine Größe angenommen, wo ich sagen kann, das passt für mich. So, was machen wir heute eigentlich? Was habe ich mir ausgedacht? Und zwar geht es mal wieder um Wand, um Wände. Ja, nicht nur um die eine Wand, sondern um mehrere Wände, um Designs, wie man Wände gestalten kann. Ihr seid natürlich alles Vollprofis und wisst natürlich, wie ihr das machen wollt und könnt. Aber es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo ich sage, ey, habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht habt ihr da Bock drauf, schaut es euch einfach an. Und da habe ich wieder 5 Ideen für euch. Und wir gehen gerade mal hinein in die Halle. So, machen das natürlich alles deal-echt, indem wir einfach mal hier hochlaufen. Und da geht es auch schon los mit der Wand Nummer 1. Aber hier könnt ihr noch mal kurz reingucken, wie groß das Ding hier innen drin ist. Also hier habe ich echt Mordszeit und Platz und Raum, um mich zu entfalten und dann auch verschiedene Dinge einfach hochziehen zu können. Ich habe noch ein paar Ideen, da kommt in Zukunft noch einiges. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. So, wir legen mal los mit dem Wanddesign Nummer 1. Das wäre dieses hier. Und zwar sind hier verarbeitet die neuen schwarzen Marmorteile, die es ja seit Mistland gibt. Ich finde die ziemlich geil und ich bin auch echt dankbar dafür. Wobei ich echt immer sagen muss, ist schön, dass es das gibt, aber es ist phasenweise schon echt dröge, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. So, und das ist quasi die Innenseite der Wand. Das heißt, wenn ihr im Gebäude seid und ich habe das Ganze hier außenrum so einfach nochmal gestaltet mit diesen Dreiecksteilen. Euch sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Ja, also wenn ihr sagt, das ist völliger Humbug, was du hier gebaut hast, dann ist es halt so. Ich will euch aber nochmal ganz kurz zeigen, wie das Ganze aufgebaut ist. Dazu muss ich mal hier den einen oder anderen Cheat aktivieren, ja, damit ihr das besser sehen könnt. Und dann gehen wir mal kurz in den Flugmodus. Und dann seht ihr das auch, wie das hier gemacht ist. Also ich habe hier einfach ganz normal diese Steinquader hingesetzt und habe die Zwischenräume dann einfach immer gefüllt mit den 1 Meter Pfosten, Holzbalken, und habe die halt, ja, ich sag mal, ungeordnet einfach dazwischen drin reingeschmissen, ja,
Könnt ihr ja wunderbar machen, mit gehaltener Shift-Taste seid ihr da nicht auf die Snap-Points angewiesen und dann könnt ihr die da einfach so reinbauen und dann macht das so ein bisschen, es gibt ein bisschen Struktur, es gibt ein bisschen Leben. Ich bin ja ein Freund davon, nicht immer alles so schön um Geodreieck hier langgezogen zu haben, sondern dem Ganzen auch ein bisschen, ja, Leben einfach zu verleihen und das habe ich hier einfach getan. So, also wie gesagt, nichts Spezielles, einfach nur die Steinquader, hier die Holzteile dazwischen gemacht, die könnt ihr natürlich auch quer machen, wie ihr da Bock drauf habt, ja. Und habe dann hinten dran einfach nochmal diese Dreiecke reingeglitschen lassen, beziehungsweise sind das hier nicht die Dreiecke, sondern auch die Steinquader und die einfach mal um 90 Grad, genau, 90 Grad gedreht, sodass sie dann nach außen einfach, wie ein Dreieck-Bauteil rüberkommen und du hast da auch nicht mehr diesen Nebeneffekt, dass die Außenwand genauso aussieht wie die Innenseite. Und dementsprechend kann das Holz auch nicht verwittern, wenn das außen irgendwie draußen offen liegt. So, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Gut, mal kurz das Zähmerchen reparieren. Denn dann würde ich auch sagen, gehen wir mal zu Wand Nummer 2. Wie ihr seht, sehr geil gemacht eigentlich. Ne? Also wirklich innovativ. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich habe das Ganze nur so gemacht, damit man nicht sofort sieht, worum es hier geht. Ich werde mal hier die Steine entfernen. Zack, zack, zack. Das ist nämlich wunderbar, dass das so riesen Steinquader sind. Da kannst du nämlich schön die Sachen dahinter verstecken und dann lässt man den Scheiß einfach verschwinden. Und dann ist einfach die Wand Nummer 2 dahinter. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ist relativ schlicht, aber macht schon was her. Ja? Vor allen Dingen auch wieder dieses versetzte, ich sag's jetzt nicht Fenrir, du weißt, was ich meine. Dieses versetzte Bauen, dass man eben keine Fuge Stoß auf Stoß hat, so wie das hier drüben wäre, wenn man hier jetzt noch komplett weiterbauen würde, sondern die sind einfach versetzt und sollte eigentlich selbsterklärend sein, wie das funktioniert. Wenn ihr trotzdem Probleme damit habt, ja, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Ihr setzt jetzt hier einfach mal so eine Reihe hin, ja. So, zack, zack, zack. Und wenn ihr da drauf die nächste Reihe setzen wollt und wollt das versetzt machen, dann setzt ihr einfach nur so ein auf ein Steinquader dahin. Also ein Meter auf ein Meter ist das, glaube ich. Und dann seht ihr ja selber, habt ihr hier diese versetzten Fugen drin. Ja? Also, ganz kurz erklärt, kann man übrigens auch im Boden machen. Das ist das gleiche Prinzip. Das seht ihr ja hier. Ja, ist genauso gemacht. Und um das Ganze ein bisschen verschwinden zu lassen, habe ich dann hier vorne noch die Ecksteine gesetzt. Und die sind dann da drin quasi, die sind da irgendwie reingeglitscht, beziehungsweise an den anderen beiden Seiten. So, okay, hier unten, das sind die, wer es nicht weiß, ich hab's gleich, das sind die Holzklappen, ja, die kann man nämlich wunderbar dazu benutzen, um hier so schöne Zäune zu bauen. Ich habe die, glaube ich, noch nie wirklich als Holzklappe benutzt, sondern einfach so als diesen Zaun, ja, oder überhaupt als Zaunelement. Ihr seht ja hier selber auch, ihr könnt es auch ineinander glitschen lassen, dann habt ihr hier auch noch so ein Kreuzmuster drin, ja. Also wenn ihr da ganz scharf drauf seid, das zu machen, lasst es einmal ein bisschen hineinglitschen und dann hat es auch einen ganz eigenen Look. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich nett und kann man auch gerne mal so machen. Wie gesagt, ich verwende das sehr, sehr oft. Weil es mir einfach gefällt, weil ich finde, das ist ein toller Style, ist ein cooler Style und ihr seht es ja selber, es macht einiges her. So, dann halt einfach nochmal das Ganze eingerahmt mit den Dunkelholzbalken und hier würde ich euch tatsächlich immer empfehlen, dass auch bei den ganz normalen Holzbalken, wenn ihr damit irgendeinen Rahmen baut, ja, oder irgendwie Verstrebungen machen wollt, dann, ich zeige es euch gerade hier, macht es doch nicht einfach so, wenn ich den hier hinsetze, also so mit der geraden Front direkt auf mich zu, sondern dreht auch hier einmal um 90 Grad. Ja, das macht schon mal viel mehr her und auch das gibt wieder viel mehr Leben. Und vor allem wirft es auch mehr Schatten, wenn Licht drauf leuchtet. Und ja, ich finde es einfach besser. Mir gefällt es besser, ist natürlich jedem überlassen, aber ist ein heißer Tipp, den ich euch geben möchte. So, da haben wir noch ein großes Überraschungspaket. Das machen wir natürlich wie immer zum Schluss auf. Und ich würde sagen, nach einem Schluck Kaffee machen wir mal das nächste auf. Und zwar machen wir hier weiter. Weg, weg, weg. Zack, 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 zack. Bums und weg. So, und hier habe ich ein bisschen rumgespielt, auch wieder mit den Steinquadern. Das könnt ihr natürlich auch mit den normalen Steinquadern machen. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit den schwarzen Marmorteilen machen, wenn ihr das noch nicht habt. Ich finde auch, wenn du die gewöhnlichen Steinquader nimmst, hat das auch einen coolen Effekt. Mir gefällt es einfach so. Ihr seht es ja hier selber auch wieder einfach nur links und rechts eine Säule hingesetzt. Dann habe ich hier unten, ich zeige euch das mal gerade ganz kurz anhand eines Beispiels.
wenn wir das so hinstellen, ja, hast du natürlich immer die Möglichkeit, wenn du hier unten einen Rahmen hinsetzen willst, nee, der war falsch, nehmen wir den, ja, einfach hier vorne glitschen zu lassen, snappen zu lassen. Finde ich nicht ganz so gut. Ich finde, das sieht immer doof aus, wenn das einfach so vorne dran hängt. Ich finde es immer ganz geil, wenn du das auch wieder hier mit gedrückter Shift-Taste einfach mal hier so ein bisschen in die Mitte setzt. Ja, ist natürlich da drüben ein bisschen weiter runtergesetzt. So, wir machen das einfach mal hier so. Ganz schnelle Welle, nur damit ihr das Prinzip versteht, aber die meisten werden es von euch eh kennen. Und dann kannst du hier nämlich auch das gleiche, wie ich da drüben gemacht habe, nicht so, sondern so, also einfach mal um 90 Grad gedreht, den Balken da reinsetzen und schon hast du hier, ja, einfach einen schönen Abschluss. Also mir gefällt es immer sehr gut und ganz kurz dann hier noch die Gitter reingepackt. Dann habe ich da noch ein bisschen rumgespielt mit den neuen 26 Grad Elementen, die es ja jetzt auch seit Mistlands gibt für das Dunkelholz. Und wir machen das hier mal gerade kurz weg, damit man das besser sehen kann. Und dann setzen wir hier nochmal schnell einen Pfosten drauf. Und dann habe ich auch hier wieder mit den normalen Holzbalken gespielt. Und wer ein bisschen meine Videos verfolgt, der weiß, dass man die auch wunderbar positionieren kann. Ja, einfach so, zack, zack, zack. Und dann kannst du auch hier immer eine Fuge anders setzen, als die vorherige ist. Ja, ich mache das gerade alles mit gedrückter Shift-Taste, falls ihr das noch nicht kennt. Sollte aber eigentlich hinlänglich bekannt sein. Und dann hast du hier einfach, ja, einfach ein cooles Wandelement. Ob man das jetzt unbedingt braucht oder nicht, das lassen wir mal so dahingestellt sein. Ich finde es gut, mir gefällt es. Ich mache das sehr gerne, diese Art und Weise zu bauen. Nicht nur an Wänden, sondern auch im Bösen. Auch in Böden. Sorry, wenn es gerade laut geworden ist. Ich bin gerade hier am Mikrofon vorbeigerutscht. Es gibt jede Menge Videos von mir, wo ich auch Holzböden mache auf diese Art und Weise. Finde ich echt mega. Macht irre viel Spaß. Und ja, versucht es einfach mal aus, versucht mal selber ein bisschen kreativ zu sein und das nachzubauen oder anders auszufüllen. Ihr wisst ja selber, ich sag's immer wieder, probiert euch aus, habt Spaß dabei. So, dann haben wir noch Wandelement Nummer 4. Und auch das legen wir mal frei. Und hier habe ich wieder sehr viel mit Holz gearbeitet, weil ich finde, das ist in den bisherigen dreien ist das relativ zu kurz. Was heißt zu kurz, will ich nicht sagen. Aber einfach mal weniger Stein benutzt als Holz. Und dabei ist das hier rausgekommen. So, das kennen wir eigentlich alles schon. Was ihr hier seht, ist im Hintergrund, lasst mich kurz schauen, wie heißt das, diese Dwergermetallwallwand, wie auch immer ihr sie noch anders nennen wollt. Also ich finde, es ist halt eine Metallwand, ja. Die ist dahinter gesetzt und was ich hier gemacht habe, ich habe als Grund, habe ich hier so einen Balken, also einen ganz normalen Eckenbalken benutzt. Darauf habe ich dann einen Rundholzbalken gesetzt, darauf wieder einen ganz normalen Holzbalken und das überlagert sich hier so ein bisschen, wenn ihr das mit den, in Kombination mit den Rundholzbalken macht, ja. Gibt auch ein schönes Bild und ist auch nicht unbedingt alles gleichmäßig gezogen. Ihr seht ja selber, es sieht aus, als ob es schief und schepp wäre, einfach weil die Textur von diesen Rundholzbalken halt auch nicht immer gleich ist. Ja, mir gefällt das ganz gut. Und dann habe ich einfach noch die Wand da reingeglitscht, ja, beziehungsweise snappen lassen. Und dann hast du quasi so eine Art Fenster, wie du kannst du natürlich gestalten und walten, wie du Lust und Laune hast, ja. Und auch hier seht ihr es wieder mit den Holzbalken um 90 Grad gedreht. Und was ich hier noch gemacht habe, das sind noch Holzbalken. Ich vergesse das immer wieder, wie die Dinge heißen. Holzeisenpfosten drunter gesetzt, denn ihr seht es hier, ja. Nee, Quatsch, habe ich gar nicht gemacht, sondern das leuchtet ja einfach durch. Aber was ich euch eigentlich sagen will, ist, wenn ihr mal so einen Holzeisenbalken nehmt, ja. Machen wir hier gerade mal. Und ihr setzt darüber dann noch einen ganz normalen Holzbalken. Dann glitschen manchmal, wie ihr es hier sehen könnt, die Schrauben durch und diese Metallbeschläge. Und das gibt einen coolen Look. Also das mag ich auch total, mache ich auch sehr oft. Und ich bin echt dankbar dafür, dass es die auch seit Mistland in abgewinkelt gibt. Ja? Also auch da 26 und 45 Grad Winkel könnt ihr benutzen. Ist übrigens auch komplett hier das Dach draus gestaltet. Genauso wurde es gemacht. Und hier seht ihr phasenweise noch, nee, ich glaube mal, hier sieht man es nicht, als gut abgedeckt ist. Naja, auf jeden Fall ist es hier genauso gebaut, sonst wäre diese Struktur mit dem Dach gar nicht möglich. Ja, genug gebabbelt. So, wir machen das nochmal platt, damit ihr euch das nochmal betrachten könnt. Zack, zack, zack. Weg mit dem Dreck. Und genau hier vorne einfach noch zum Abstützen. Und weil ich finde, auch das finde ich einen ziemlich coolen Look.
ist diese schwarze Marmorspitze, ja, die ist einfach hier auch mehr oder weniger reingeglitscht, also nicht komplett nach außen dran gesetzt, sondern einfach so ein bisschen ins Holz mit rein. Und dann habt ihr auch da einen coolen Look. So. Kann man das eigentlich auch so machen? Ja, würde auch gehen. Okay, das war das Modell Nummer 4, sage ich mal. Jetzt müssen wir mal gerade eben erstmal ein bisschen hell machen hier, sonst wird es zu dunkel. Da müssen wir mal eben die Tageszeit einstellen. Dass wir Tageslicht haben. Tada, da ist es auch schon. Und dann geht's zur Wand Nummer 5. So, dazu muss ich sagen, die ist ein bisschen was größer. Lässt sich aber so auch am besten abbilden, wenn man es größer macht. Das ist also jetzt nichts, was ihr für eure kleine erste Hütte benutzen solltet, sondern wirklich, wenn ihr anfangt, nachher irgendwelche Burgen zu bauen oder Riesengebäude oder irgendwas in der Richtung. Ich werde das hier einfach mal nach und nach freilegen. Am besten fangen wir unten an. Da geht es nämlich am schnellsten, wenn der Kram oben zusammenbricht. So. Da seht ihr schon ein bisschen was. Dann machen wir mal die Seite frei, denn das ist der eigentliche Effekt dabei. So, ihr seht es hier. Das ist schon so ein Halbrund, ne? So, den Rest zeige ich euch jetzt. Das ja, löst sich ja gerade hier ein Selbstgefallen auf. Genau, das ist das ganze Spektakel. Also von hinten sieht es aus wie eine ganz normale, ja, ich sag mal Hauswand, ja. Aber ihr seht selber, das Ding hat schon ein bisschen Tiefe und schon ein bisschen Ausmaße. Also da solltet ihr auf jeden Fall schon ein großes Gebäude bauen, wenn ihr anfangt, solche Wände zu ziehen, ja. So, ganz kurz das Prinzip. Ich meine, ihr seht ja hier das ganze Geschnörkel mit den Eisengittern. Hier oben mit diesen neuen Banderolen, die es gibt. Also mit diesen blauen, die es halt Mistlands gibt. Hier ist einfach das Dach draufgesetzt und hier ist mit Stein noch unterfüttert und auch den Krempel. Darum geht es eigentlich gar nicht. Aber prinzipiell ist das Ganze wie folgt aufgebaut. Wir machen das hier nochmal kurz nach, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. So, und zwar habe ich angefangen, mir diese 1 Meter Holzbalken zu nehmen, denn da kriegst du nämlich erstmal schon einen ziemlich guten Abstand hin. So, dann normalerweise würde das Ganze so aussehen. Ich nehme mir hier den 45 Grad, nehme mir dann noch den. Nee, Quatsch, andersrum. Das war ich gerade selber verwirrt. Wir machen es mal hier vorne, das ist heller. Wir nehmen hier den 26 Grad, dann nehmen wir den 45 Grad Balken. Dann nehmen wir noch einen geraden nach oben. Genau. Und dann das ganze Spiel wieder zurück. Moment. Und setzen da dann noch den 26 Grad Balken drauf. Und wenn ich mir das angucke, kann man machen. Hat aber nicht wirklich viel mit rund zu tun und ist auch ziemlich ausladend. So, wir nehmen mal den hier weg. Dann sieht man das, glaube ich, ein Stück besser. Okay, das war jetzt der eine Balken. Lass mich den kurz nochmal hinsetzen. Das war jetzt nicht so schlau, aber das war hier hinten einfach dieser Verbindungsbalken, ja. So, also. Das ist natürlich ziemlich groß. Kannst du natürlich auch so machen. Finde ich, sieht auch gar nicht schlecht aus. Aber hier habe ich das Ganze so gemacht. Ich habe den 26 Grad Balken hier vorne hingesetzt. Und da noch einen. Und da noch einen. Und dann hatte ich mir hier hinten auch noch die 1 Meter Balken hingesetzt. Denn dann habt ihr den richtigen Snap-Point, um jetzt mit dem 45 Grad Balken hier lang zu gehen und den so rein snappen zu lassen. Ja? Ihr seht das, dann ist das nämlich ein, wenn man von vorne drauf guckt, ist das quasi ein fließender Übergang. Und das gibt dann auch dementsprechend einen halbrunden Eindruck. Und genauso könnt ihr das dann auch hier oben machen. Deswegen sieht das hinten, oder sieht das von hinten genauso aus, als ob das einfach nur eine Hauswand wäre. Wir setzen einfach hier den Balken hin, beziehungsweise habe ich mir den. Ich zeig's euch, wir haben es gleich. Kannst du den Balken hier hinsetzen? Nee, Quatsch, was habe ich denn gemacht? So habe ich das gemacht. Das musste ich aber gerade mal selber gucken. Und dann geht der auch nahtlos da über, ja. Und so bekommt ihr dann auch dieses Halbrund hier hin, was ein bisschen gestaucht ist, ja. Was ich aber finde, ist, trägt halt echt nicht so fett auf, wie als wenn du hier das Teil machst. Oder, also da bräuchte schon eine ziemlich gewaltige Nummer, ja. Mauer, sage ich mal. So, ich hoffe, das Prinzip ist klar. Ihr könnt euch das gerne nochmal anschauen hier. Und nachher habe ich dann natürlich die ganzen 1 Meter Balken wieder rausgenommen. Und habe dann hier vorne einfach nochmal hier so einen 45-Grad-Balken dran gesetzt. Und dann sieht es aus, ob das in den Boden reingeht. Das kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Ist halt jedem überlassen.
wie man mit dem Ganzen umgehen möchte. So, das war mein Tipp Nummer 5 oder meine Idee Nummer 5 für ein ja, Wanddesign. Wie man das nachher in einem Gebäude verbaut, ist euer Bier, ist nicht mein Problem. Ja, aber wenn ihr das wirklich so machen solltet und baut da mal irgendwas mit, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch gerne bei mir auf dem Discord mal vorbeischaut. Link findet ihr übrigens unten in der Infobox. Und da auch gerne mal Bilder postet und die dahinter lasst. Und vielleicht können wir auch ein bisschen quatschen drüber. Würde ich mich drüber freuen. So, das war es eigentlich schon wieder für heute. Muss ich gerade mal kurz hier unten was gucken, genau. War mal wieder eine Ideenschmiede-Folge. Auch mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird demnächst auch wieder öfters Ideenschmiede-Folgen geben, weil auch einfach die Veggieheim-Challenge so langsam sich dem Ende zuneigt. Ich hatte ja letzte Woche schon Bescheid gesagt, eventuell heute Abend den Kampf gegen die Queen. Das werde ich nicht schaffen, den Termin muss ich leider reißen. Aber dafür wird es nächste Woche Mittwoch definitiv, gibt es den großen Kampf gegen die Queen. Ich bin gespannt, ich vermute Schlimmes, aber vielleicht haben wir Spaß dabei. Und nicht vergessen, heute Abend übrigens auf Twitch um 19 Uhr geht es weiter auf dem Bauserver. Da bin ich immer noch an dieser bescheuerten Pyramide am rumbasteln. Wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gerne mal vorbei auf Twitch. Einzigartig suchen und finden, würde ich mich freuen, wenn wir uns da lesen. Und der Kampf gegen die Queen findet übrigens auch auf Twitch statt, nächste Woche Mittwoch. Ja? Ich werde das nachher noch als Video zusammenschneiden, werde es hochladen, aber hauptsächlich fände ich es geil, wenn ihr mit auf Twitch dabei seid und mich da ein bisschen unterstützt und nicht allzu sehr auslacht. Okay, also gut. Ich würde mich freuen, wenn wir uns heute Abend sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschö mit Ö.